Heute sind wir zu Gast im Forsthaus Wartenfels am Fuße des Schobers in der Gemeinde Thalgau. Ein herzliches Willkommen zu unserer Mai-Ausgabe der Sendung Topfgeschichten – Kost für Leib und Seele. 1895 wurde das Forsthaus Wartenfels von der Thalgauer Alpinistin Maria Gärtner als Wartenfelser Schutzhütte errichtet. Maria Gärtner, eine ungewöhnliche Frau, war Erstbezwingerin von Großglockner und Großvenediger und holte zu ihrer Zeit erstmals Bergwandern in das Bewusstsein als Breitensport. Hier in der Nähe befindet sich aber auch die rund 750 Jahre alte Burgruine Wartenfels, die viele Bergwanderer von ihrem Aufstieg zum Schober kennen. Die Burg wurde 1259 errichtet und war lange Zeit Verteidigungsburg gegen das bayerische Mönchenland. Sie diente jedoch auch als Pflegegericht Thalgaus und war Richtplatz für umstrittene Todesurteile. Nachdem die Pflegerichter, die Herren von Karlham und Wartenfels, ausstarben, fiel die Burg an den Salzburger Erzbischof, der Wartenfels bis ins 16. Jahrhundert von Pflegern verwalten ließ. In den Bauernkriegen brannte die Burg 1525 nieder und wurde in der Folge dem Verfall preisgegeben. Mit der Burg Wartenfels wird jedoch noch eine andere spannende Geschichte verbunden. Der berühmteste Mediziner aller Zeiten und Begründer des ganzheitlichen Ansatzes, Theophrastus Paracelsus, verbrachte seine letzten Lebensjahre auf der Burg Wartenfels. Überliefert ist sein Verhältnis mit der Frau des Burgherrn, Adelinde von Sonneck, deren Mann lange Zeit als verschollen galt. Kurz vor der geplanten Hochzeit zwischen Adelinde und Paracelsus tauchte der totgeglaubte Ehemann wieder auf und dem enttäuschten Paracelsus blieb nichts anderes über, als sich auf den Weg nach Salzburg zu machen. Relikte aus dem sogenannten Schwarzen Garten des Paracelsus mit zahlreichen Giftpflanzen wie zum Beispiel Stechapfel, Bilsenkraut, Fingerhut und Tollkirsche sind hier heute noch zu bewundern. Nicht ganz so giftig geht es in unserer Küche zu, wenn ich heute mit Karin Bodajski den Kochlöffel schwingen werde. Karin Bodajski ist eine geborene Oberndorferin, die in der Küche ihrer Mutter und Großmutter im Gasthof Wieder zwischen Kochtöpfen aufgewachsen ist. 36 Jahre unterrichtete Karin als Volksschullehrerin, bevor sie 2010 beim ersten Lehrgang in Gastrosophie an der Universität Salzburg ihre Ausbildung zur Gastrosophin machte und damit an die Wurzeln ihrer Kindheit anknüpfte. Erst vor kurzem hat sie ihren Masterabschluss erfolgreich geschafft und ist damit erste diplomierte Gastrosophin Salzburgs. Seit September 2011 betreibt Karin eine eigene Kochschule in Oberndorf namens Wiederkochen. Auf dem historischen Ofen des Forsthauses kochen wir heute Medaillons vom Wollschwein oder auch bekannt als Mangalitzerschwein. Diese einst vom Aussterben bedrohte ungarische Schweinerasse wird heute wieder in ganz Europa gezüchtet und liefert fantastisches Fleisch. Dazu gibt es Brennnesselpüree, Spargel und Kräutersalat. Die Nachspeise passt auch gut zur Jahreszeit. Wir kochen für Sie Erdbeerknödel auf einem Erdbeer-Rhabarberspiegel. Bevor wir nun in die Küche gehen, zeigen wir Ihnen, in welch wunderbarer Landschaft diese Wollschweine aufwachsen. Wollschwein, das Mangalitzerschwein, ist eine ganz alte Rasse, die eigentlich ganz wertvolle Fette hat. Wesentlich günstiger eigentlich als das normale Schwein, weil mehr ungesättigte Fettsäuren dabei sind. Das heißt, durch diese Weidehaltung, durch die biologische Weidehaltung jetzt in unserem Fall, ein ganz gesundes, langsam gewachsenes Fleisch. Der älteste ist der Bobby, der ist 2005 dazugekommen. Der hat mittlerweile eben für gute 280 Nachkommen gesorgt und derzeit sind es eben nicht ganz 80, 77 Schweine haben wir derzeit und wir züchten und wir mästen und die Schweine, die bei uns sind, leben 2 Jahre lang, bis sie dann zur Schlachtung kommen. Gibt es jetzt von dir noch ein besonderes Rezept, wo du sagst, das ist von meinen Wollschweinen besonders gut oder das ist empfehlenswert oder was machst du selber am liebsten?
Also es gibt ein paar Produkte, die ich selber mache. Das ist Krammelschmalz und Schmalz. Schmalz auslassen ist mir ganz wichtig, weil das ganz genau nach bestimmten Kriterien zubereitet werden muss. Und den Surspeck, den Innviertler Surspeck, der da ja eine Spezialität ist, und der Lardo. Der Lardo ist sowas, also ist auch der Rückenspeck, wie eben der Innviertler Surspeck ein Rückenspeck ist, der aber dann eine Woche getrocknet wird und dann eingelegt wird in eine Salz-Kräuter-Mischung. Und in dieser Salz-Kräuter-Mischung dann ein halbes Jahr lang reift. Und dieser Lardo, wie die Italiener, die Marmorbergarbeiter als Jausen zur Verfügung haben, das ist eine ganz besondere Spezialität. Und darüber hinaus natürlich ja, ein richtiges Bradel vom Wollschwein ist einfach ganz was Köstliches. Der Kaiser zu seiner Zeit hat ja auch eigentlich den Schweinsboden von den Wollschweinen zubereiten lassen. Die sind ja damals schon von Ungarn aufgekommen und auf den Tischen gelandet. Nach diesem schönen Ausflug auf den Simandlhof zu den Wollschweinen werden wir heute Mangalitzerschwein oder Wollschwein verkochen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Karin Bodajski. Grüß dich, Karin. Grüß dich, Irmgard. Ich freue mich, dass wir heute miteinander kochen dürfen. Schön, freue ich mich auch. Und ich habe gesehen, du hast schon sehr viel vorbereitet. Mit was fangen wir an? Fangen wir vielleicht mit den Erdbeerknödeln an, dass wir mal diesen Topfenteig zubereiten, weil der ja dann eine Stunde rasten muss. Wir haben hier schon ja die Butter und das Ei, wenn wir das jetzt bitte, wenn du das machen könntest, mit dem Schneebesen verrühren. Ja. Und dann mischen wir was kommt noch da mal rein? Grieß und Mehl dazu. Und das muss ja ein bisschen rasten dann, oder? Das sollte eine Stunde im Kühlschrank rasten, dann lässt sich der Teig besser verarbeiten. Dann zieht der Grieß und das Mehl ein bisschen. Das heißt, man kann das auch dann mal mit einem Mixer machen. Wir machen den Topfen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ah, ja, genau. Das ist den ganz haben wir wichtig, da. Das ist das Nächste. Also zuerst die Butter, die sollte ein bisschen weicher sein, oder? Damit weichere ganz Butter, ja, damit sie das schön ist. Verbindet mit dem Ei. Dann fügen wir den Topfen zu. Das ist jetzt ein Backerltopfen. Ein Backerltopfen, ja. Viertel Kilo. Ob jetzt Naturtopfen vom Bauern oder aus dem Backerl, dann den eher etwas fetteren. Und dann gibt es da noch dazu Und Grieß dazu. Einen ganz normalen Weizengrieß. Und Mehl. Und dann salzen wir das Ganze noch ein bisschen. Glattes Mehl nimmst du da, gell? Da habe ich jetzt ein glattes Mehl genommen. Und etwas Salz geben wir noch dazu. Das haben wir hier. Genau. Zucker kommt ja dann erst später zu den Bröseln. Ja, der geht ja sehr schnell, der Teig. Der geht schnell. Gut vorzubereiten und im Kühlschrank dann. Den lassen wir jetzt einfach ein bisschen rasten. Lassen wir eine Stunde rasten. Gut. Okay. Ja, dann machen wir jetzt unsere feinen Wollschweinfilets. Sind ja sehr zart. Ja. Und dazu haben wir auch noch diesen wunderbaren Speck vom Mangalitzerschwein. Das ist ja eigentlich dieser Lardo, oder? Das ist der. Hier ist der Lardo, der ist ja ganz weiß. Der ist ganz das weiß. Ist weiße der ist auch Gold. Von diesem Wollschwein. Der ist auch vom Wollschwein. Gibt also auch alle möglichen Arten, ob das jetzt etwas mehr durchzogen ist oder überhaupt schon ein Schinken mehr. Ich glaube, wir werden das. Riecht herrlich. Wunderbar. Ich habe hier schon ein paar Scheiben fein aufgeschnitten. Wir werden das ein bisschen mischen mit Speck und Wollschweinschinken. Das heißt, du hast da jetzt eine Ich habe eine Frischhaltefolie und da breiten habe ich das habe ich mit Öl bestrichen, damit das nicht anklebt, damit das Filet saftig bleibt. Das Filet ist ja eher ein bisschen trockenes Fleisch oder halt nicht so von Fett durchzogen, also ein sehr zartes Fleisch und damit das schön saftig bleibt und auch vom Geschmack her passt das natürlich gut dazu, das leicht geräucherte auch. Wickeln wir das Filet hier ein. Aha, sehr schön. Zuerst bestreichen wir es aber noch mit ein bisschen mit Senf. Genau, das machen wir da am besten. Oder? Ein
bisschen Senf drauf. Da hast du einen ganz normalen, scharfen Senf genommen, oder? Da habe ich jetzt einen normalen Senf genommen. Mhm. Man kann auch einen Dijon-Senf nehmen oder auch einen körnigen. Also nach Geschmack. Mhm. Senf gibt auch noch ein bisschen Geschmack dazu. Und salzen braucht man es noch. Salzen würde ich es dann, also erst dann, wenn wir es dann in Scheiben schneiden. Mhm. Das wird dann in so Filets, in Scheiben geschnitten, das Filet. Pfeffern es noch. Und dann wickeln wir dieses Filet hier ein. Das ist ja schön. Das wird ja dann so richtig schön gestreift. Das wird schön gestreift, ja. Das sieht toll aus. Und der Speck schützt dieses zarte Fleisch. So, das lassen wir auch rasten im Kühlschrank. Ja, jetzt haben wir die Filets im Kühlschrank zum bisschen durchziehen. Ja. Was machen wir jetzt als nächstes? Machen wir mit dem Spargel weiter. Gut. Das ist jetzt Spargelzeit, der Beginn der Spargelzeit. Herrlich. Wir haben da schon den ersten, der kommt jetzt aus Machfeld. Es gibt auch in unserer Gegend Spargel. Wunderbar. Den haben wir ja schon geschält, den Spargel. Und das nächste ist jetzt, dass wir ihn 10 Minuten leicht köcheln. Wie schaut es aus mit dem Wasser? Das schaut ja schon ganz gut aus. Das geht ja gar nicht so schnell. Das werden wir noch etwas würzen. Ich habe einmal gehört, man gibt da auch Zitronensaft rein, stimmt ja, das? Ja, Zitronensaft geben wir auch ein bisschen rein. Etwas Butter und Salz und Zucker. So, das Wasser ist schon fertig. Dann lege ich den jetzt mal rein. Schauen wir, ob er Platz hat. Naja. Sonst schneiden wir ein Stückchen nach. Ich glaube es. Denn auch die Spargelenden kann man dann gut verwenden noch für Suppe. Sehr wunderbar. Schön. Also der zieht das jetzt so 10, 15 Minuten. Er soll noch ein bisschen bissfest sein, der Spargel. Ja. Dann hätten wir den Spargel vorbereitet. Das nächste wäre jetzt für die Nachspeise, dass wir diesen Erdbeerspiegel vorbereiten. Gut, okay. Sag, du hast ja Gastrosophie studiert. Nachdem ich ja auch selber gerade im zweiten Semester Gastrosophie bin, interessiert mich natürlich das Thema auch sehr, wie es dir so ergangen ist während dem Studium. Was war eigentlich so der Grund für dich, dass du deine Volksschullehrertätigkeit aufgegeben hast und dann Gastrosophie studiert hast? Ja, das war eigentlich, die Beschäftigung mit Ernährung ist ja bei mir in der Familie schon immer gepflegt worden durch meine Großmutter, durch meine Mutter, die ja den Gasthof gehabt haben. Und ich bin einfach so aufgewachsen, wirklich mit besten Lebensmitteln. Meine Großmutter hat immer sehr auf Qualität geschaut. Und dann, das hat mich immer beschäftigt. Ich habe meinen Beruf als Lehrerin sehr gern gehabt, aber auch mit den Kindern gerne mal was, so kleine Sachen zubereitet, einmal gemeinsames Frühstück. Ja, und dann habe ich halt zufällig in der Zeitung gelesen von diesem Lehrgang und habe mir gedacht, jetzt höre ich mir mal diesen Einführungsvortrag an, bin dorthin gegangen und also ich war begeistert. Diese Breite, wie der Ernährung beleuchtet wird aus allen wissenschaftlichen Disziplinen, angefangen von der Geschichte, wie man früher gegessen hat, also das ist ja ein höchst spannendes Thema, über Soziologie, Medizin, Ethik, heute ganz wichtig auch, sogar über die Kunst, also ich habe jetzt sicherlich einige Bereiche vergessen. Und das war einfach dieser Vortrag, dieses Vorstellen, habe ich gedacht, das ist so spannend, das möchte ich eigentlich gerne machen. Yes. Und dann habe ich mich dazu entschlossen. Ja, mir geht es auch ähnlich. Aber die Frage auch immer wieder, was ist denn Gastrosophie? Ich glaube, die habe ich jetzt schon 100 Mal, bin ich schon gefragt worden, was ist Gastrosophie? Ja, das ist nicht so leicht zu erklären. Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Jetzt wahrscheinlich genauso wie uns. Wir haben auch immer eine schlüssige, kurze Erklärung zu finden. Nämlich ist nicht so einfach. Ja. Ne? Man muss immer mehr dazu dann erzählen. Man muss einfach mehr dazu erzählen, ja. Ich denke mir eben schon, diese wissenschaftliche Grundlage, so abseits von allen Moden, es gibt ja so viele Modeströmungen und so, dass man das wirklich sehr seriös auch betrachtet, das ganze Thema, und das auch mit der Praxis verbindet. Inzwischen haben wir unsere Erdbeeren. Mit einer Frischhaltefolie decken wir das ab. Jetzt schaue ich schon, dass unser Spargel nicht verkocht. Na? Das wird jetzt ganz eine
witzige Geschichte, weil das soll ja total dicht sein. Da müssen wir jetzt noch das gut verschließen. Also du tust entsteht jetzt praktisch ein reines Erdbeerwasser. Da habe ich jetzt dann keine Kerne, nichts mehr drinnen. Das hat eine wunderschöne Farbe. Aha, du tust die Folie rundherum. Die Folie wickle ich zusammen. Und jetzt das rundherum, verschließt du das dann. Verknote sie, ja. Ja. Und dann kann das schön da drinnen köcheln. Aha. Also dann heißt, da kriegen wir dann ein Erdbeerwasser. Ein Erdbeerwasser, hat wirklich eine wunderschöne rote Farbe. Ja. Die Erdbeeren sind ausgekocht, die sind praktisch leer. Ja. Sonst gehen wir ja auch, die passiert man es meistens durch, wenn man so ein Püree macht für so ein Sorbet oder so. Und da gibt man jetzt die Erdbeeren dann weg, oder? Gibt man die Erdbeeren weg. Also und das hat nur mehr dieses reine Die Essenz quasi der Erdbeere. Die Essenz der Erdbeere, genau. Und da schneiden wir dann rein unseren Rhabarber. Gut. Werde ich das machen. Du hast ja seit voriges Jahr im September eine Kochschule in Oberndorf. Ich will es gar nicht so sehr als Kochschule bezeichnen. ich sage, es geht ums gemeinsame Kochen. Ja? Ja. Man kann natürlich bei mir was lernen. Ich lade Gäste ein. Ich habe natürlich jetzt auch viel kennengelernt in den Küchen. Und es soll nicht nur ums Kochen gehen, sondern auch ums gesellige Beisammensein, um die gemeinsame Mahlzeit, die ja heutzutage im Berufsalltag sehr oft zu kurz kommt. Dass man einfach gemeinsam am großen Tisch sitzt. Vielleicht ist es ritualer irgendwie, Ritual, oder? Neue Leute kennenlernt, interessante Gespräche führt. Ja. Das ist dir ein Anliegen. Das ist mir schon ein Anliegen, ja. Ich habe gesehen, du hast also tolle Kräuter mitgebracht. Du bist eine, die ja gern mit Wildkräuter kocht, gell? Ja, koche ich schon sehr gern. Ich meine, jetzt schöpft man ja aus dem Vollen in der Natur. Ja, das ist das Tolle an so einem Herd, dass man den einfach immer nur die Sachen umeinander schirmen muss. Ja. Und hat alle möglichen... Im Grunde genommen hat man verschiedene Hitzezonen, gell? Genau, man hat verschiedene Hitzezonen und... Aha. Wahrscheinlich lernt man ihr lieben, wenn man öfter damit kocht. Ja, also meine Großmutter und meine Mutter haben diese Öfen immer sehr geliebt, weil sie gesagt haben, die haben eigentlich immer nur herumgeschoben. Ganz außen waren dann meistens die Teller zum Wärmen und in der Mitte die Suppe und so. Also sie hat das immer. Ich kann mich erinnern, meine Großmutter, die hat da so Zelten gemacht und wenn ich dann heimgekommen bin von der Schule, dann hat sie das dann ganz dünn ausgeholt, ausgezogen und hat das richtig direkt am Herd gelegt. Ja. Dann ein bisschen Butter drauf und Salz, also den Geruch, den habe ich halt noch in der Nase. Ja. Das sind so Kindheitserinnerungen, gell? Genau. Die vergisst man nicht. Vergisst man nicht. Ja, Karin, jetzt machen wir das Püree. Ja? Joghurt. Wir machen das Püree. Das gehört da alles rein? Erdäpfel haben wir gekocht. Die pressen wir jetzt einmal durch die Kartoffelpresse. Man kann es natürlich auch stampfen. Man kann es, wenn man es ganz fein will, dann das Püree noch durch ein Sieb. Aber das machen wir heute nicht. Wenn du mir bitte Käse schneiden willst, Käse kommt rein, dann Butter, Rahm. Also du hast da jetzt und das Brennnesselpüree, das habe ich da schon vorbereitet. Jetzt tun wir mal den Käse rein, oder? Jetzt geben wir den Käse rein und auch etwas Rahm und das Püree und das vermischen dann alles. Butter natürlich auch. Ah, das schaut herrlich grün aus. Boah, ja, das ist so schön. So intensives Grün. Wenn man das jetzt mit mehr Öl vermischt und das in einem Filter, Kaffeefilter zum Beispiel über Nacht abtropfen lässt, dann hat man ein herrlich grünes Brennnessel oder Bärlauchöl. Oh, mit Bärlauch kann man sehr gut, mit Bärlauch wird es sehr schön grün. Ja. Butter noch rein. So. Schönes Stück Butter. Butter ist Geschmacksträger, das brauchen wir schon. Und jetzt ein gutes Püree. Rühren wir das um, oder? Und jetzt rühren wir das um. Muss das jetzt noch einmal am Ofen? Das werden wir vielleicht nur kurz. Ist vielleicht besser, damit der Käse besser schmilzt. Ganz kurz am Ofen. Das kann man da eh so wunderschön steuern mit diesem Ofen. Ein bisschen am Rand und dann funktioniert das schon.
So, jetzt machen wir unsere Erdbeersoße mit Rhabarber. Das, was da jetzt übrig bleibt, ist die reine Erdbeeressenz. Reine Erdbeersaft. Ja. Da können wir jetzt je nach Süße. Ja. Im Hochsommer sind die Erdbeeren sicher süßer, da brauchen wir nicht so viel Zucker. Jetzt brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zucker. Das muss man dann kosten. Mhm. Versuchen wir es einmal mit 2 Löffeln. Zu süß wollen wir es auch nicht machen, weil wir ja eh die süßen Knödel haben. Da kommt jetzt dann der Rhabarber rein, oder? Der Rhabarber rein. Ich glaube, dass wir fast nicht den ganzen brauchen, sonst haben wir zu viel, oder? Zu viel, ja. Es genügt. Gut. Das genügt. Der Rhabarber braucht ja nur sehr kurz. Der lassen wir einmal aufkochen und dann ziehen wir ihn weg. Und der wird dann durch das Ziehen im heißen Sud, wird er dann eh weich. Jetzt haben wir schon ein paar Erdbeerknödel vorbereitet. Ja. Du hast, glaube ich, noch einen zu machen. Einen letzten habe ich noch zu einen machen. Letzten genau, noch. Einen letzten. Da habe ich eine kleine Erdbeer hast für dich. Hast du noch eine? Ja. So viel Teig und ist es eh nicht mehr. Ich fange dann jetzt einmal an, die Erdbeerknödel einzulegen. Genau. Gell? Die Brösel das sind auch schon. Brösel haben wir auch schon. So. Also richtig kochen tut es nicht, aber es siedet sehr gut. Ja, das wäre eh ganz ideal, wenn es nicht kocht. Aha. Nur siedet. Und fertig sind es, wenn es raufkommen, gell? Würde ich oder sagen. Wenn es aufsteigen. 10 Minuten. Gut. Sehr gut. Und jetzt werden wir unser Mangalitzerschwein abbraten. So, jetzt wären wir eigentlich schon beim Anrichten. Ja, wir sind beim Anrichten. Also, da kommt jetzt der Spargel. So hast du mir das erklärt, gell? Den muss ich da schon einrichten. Gut, dann füllen wir das Püree ein. Schau her. Den Löffel. Wenn ich das so halt. So schön cremig. Sehr schön. Dieser weiße Spargel mit dem Grün. Gut. Sehr gut. Dann haben wir ja schon unsere Streusel, gell? Jetzt fehlt ja dann nur mehr das Fleischerl. Schau her mal. Ja, schön. Ist herrlich durchgezogen. Herrlich. Also der Herd ist schon ein Traum, ja. Gell? Da haben wir das zweite schon vorbereitet, siehst du? Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe, liebe Zuseher, Sie hatten heute Spaß mit uns hier im Forsthaus Wartenfels zu kochen. Wenn Sie Karin Bodeisky über die Schulter schauen möchten, dann können Sie auf ihrer Homepage von wiederkochen.at sich für Workshops oder Kochkurse anmelden. Unsere Rezepte zur Sendung finden Sie wie immer auf der Homepage von RTS Regionalfernsehen. Ja, Karin, bei dir möchte ich mich sehr herzlich bedanken für diese wunderbare Zeit, für das schöne Kochen mit dir. Irmgard, es hat wirklich Spaß gemacht mit dir zu kochen. Freut mich, wenn es dir und auch vor allem in dieser schönen Küche mit diesem alten Herd. Ja, war für dich eine neue Erfahrung. Ja, war eine neue Erfahrung, aber ist eigentlich nett zu kochen mit so einem alten Herd. Ja, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Guten Appetit.